Das ist ein guter, der hat den Meter, glaube ich. Alter, ist der groß! Dann zieh dir mal diesen Schlappen hier rein. Yes! Fuck it! Bam! Leute, wie ihr wisst, bin ich nicht nur Waldorfschüler und Fischereiwissenschaftler, sondern auch Hobbypilot. Und heute steuere ich mal das Flugzeug. Und ich sag euch, schnallt an, stellt die Sitze gerade, weil jetzt geht's gleich richtig los. Angekommen in Norwegen. Und Leute, ich habe hier Verstärkung mitgebracht. Den Sven. Sven lebt in Norwegen und ist hier Fliegenfischen-Guide in der Region. Und da Sven hier so viel Erfahrung hat, habe ich ihn gefragt, ob er Zeit hat und mitkommt. Sven, was machen wir denn jetzt überhaupt? Wir werden mit der Fliegenroute auf dem Fjord fischen. Vom Land, vom Boot und speziell nach Pollack. Und ich sag's euch, Leute, es lohnt sich wie immer, dran zu bleiben. Das erste Mal, dass wir, seitdem wir hier sind, keinen Regen haben und wenig Wind. Und wir trauen uns jetzt mal auf den Fjord und fahren mit dem Boot raus. Alter! Alter, zieht der! Holy shit! Alter! Alter! Er hat ein paar ganz gute Fluchten schon gemacht. Und er geht wieder. Und er geht wieder. Also wir fischen hier bei 6 Meter Wassertiefe in der Untiefe. Und hier steht alles voll mit dicken Pollacks. Alter! Alter, es geht! Alter! Das ist ja fast wie beim Welsfischen, ohne Scheiß. Du musst einen großen Köder, Alter! Einen großen Köder haben. Alter, zieh dir das mal mit! Alter, krass! Alter, nice, Leute! Ah, oh, Leute! Das hier ist ein Pollack. Nice! Bam! Also Leute, eigentlich war unser Plan jetzt nach Hause zu fahren, schön nochmal eine Runde zu pennen, weil wir wollten heute Nacht nochmal fischen. Und dann fahren wir in den Hafen rein und sehen das. Alter, das Freud und Leid so nah beieinander. Das ist so geil, was man sieht, aber die sind so schwer drauf zu kriegen. Alter, Sven! Now or never, würde ich sagen. Leute, ey, das macht einen fertig, ey, sag ich euch. Das ist alles Fisch da hinten. Das ist alles Fisch. Das gibt's doch gar nicht. Alter. So, als wären andere Fliege drauf.
Zieht euch das mal rein, hey! Also Leute, jetzt hole ich mal kurz andere Fliegen, weil irgendwie mit den aktuellen Fliegen hat es noch nicht so gut funktioniert. Eigentlich müssen wir das nochmal ausnutzen, ein paar mehr von den fangen. Also, wo sind die Fliegen? Scheiße, ich glaube hier hinten. Ja. Okay, weiter geht's. So Sven, was hast du jetzt für ein Muster ausgewählt? Und warum das? Egal, weg! Also Fischfang kann jeder. Also man muss auch ein bisschen selektieren. Und wenn so eine Kleine kommt, ziehst du ganz schnell weg. So ist die Eulen, du nicht. Ich kann es absolut nicht verstehen. Wir haben an Spots Makrelen gefangen, da waren überhaupt keine Fische. Und wir haben die im Freiwasser gefangen. Einzelne Fische halt. Und hier sind Tonnen von Fisch vor allem. Und die gehen nicht drauf. Aber irgendwas fressen sie. Ja, jetzt kommt der blöde Kutter. Vielleicht kriegt er die mit. Ja. So hinten raus. Jungs, ihr müsst nicht rausfahren. Ohne Scheiß. Hau das Netz raus, Digga. Also wenn der mit dem Boot nicht ganz dumm ist. Der ist so witzig, wenn er sein Netz hier rausmacht. Alter, Leute. Der Sven hat's prophezeit. Im Hafen. Schaut mal, seht ihr, was er hinten dran hat? Netz. Schiedfischke. Oh, Sven werft da doch nochmal. Oh, bei dir. Hast du gesehen? Ja, Alter, beim Auswerfen. Du musst schneller strippen wahrscheinlich. Und es ist eine Makrele, Leute, oder? Ja, es ist eine Makrele, Sven. Verlier sie nicht, Alter. Und auch eine gute sogar. Holy shit. Oh, Sven, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Du nimmst sie mit, ja, oder? Ja, na klar. Ja, die nehmen wir mit, ist doch cool. Glückwunsch, ey. Endlich, ey. Sven, soll ich dir was sagen? Bin stolz auf dich. Danke, danke. Hast du gut gemacht. Danke. Also Leute, wir fahren jetzt gerade nach Hause, aber schaut mal da hinten am Hafen weg. Seht ihr es? Man sieht es von hier wie die Rauben. Kranker. Auf geht's, Sven. Alles hat ein Ende, nur die Lust hat zwei. Jawohl, mein Schatz, es bleibt. So Leute, irgendwie ist das alles total verrückt. Wie viel Uhr ist es, Sven? 1 Uhr nachts. Ist die letzte Chance jetzt für uns nochmal loszuziehen, bevor die Gäste kommen. Und das heißt, jetzt ganz kurz gepennt und gleich wieder zurück ins Boot. Und wir haben Bekannte, die hier sind, die uns einen ziemlich geilen Spot verraten haben. Aber die Nummer da hinten ist eigentlich auch ziemlich jetzt verrückt. Jetzt wird's geil. Jetzt ist Offshore. Also 2 Stunden Fahrt mit dem Boot. Richtig raus auf den Atlantik und ja. Gib ihm. Ich muss ja zugeben, ist mir schon so ein bisschen suspekt, die Nummer, weil wir müssen auch spätestens um 6 Uhr zurückfahren, weil dann geht richtig da draußen die Luzi ab, windmäßig. Und da will man eigentlich nicht draußen sein, so mitten auf dem offenen Ozean. Aber da ist halt eine Stelle, wo die Berge, irgendwie Unterwasserberge, bis 4 Meter mitten im Ozean nach oben gehen. Und das soll der super Secret Spot sein. Ich denke mal, der Simon hat heute seine Schwimmweste an. Ausnahmsweise. Sven hat Schwimmflügel, meine Mickey Maus Schwimmflügel mitgebracht. Ja. Ich hoffe, die Scheiße lohnt sich, Alter. Fischen. Schaut mal darüber, wir haben einen herrlichen Sonnenaufgang. Kaum Wellen. Alter, zieh dir mal die Welle da hinten schon wieder rein. Situation ist die, schaut mal darüber. Wir haben hier so einen hohen Wellenausläufer und das macht es stehen und sehr schwer. Und beim Werfen muss man halt stehen. Deswegen sitzt der Sven entspannt so beim Werfen schon mal. Wenn du dich hier nicht festhältst oder nicht sitzt, dann liegst du im Boot. Simon hat seine Route noch gar nicht ausgepackt. Und auch wenn das so mega vielversprechend klang, wir werden jetzt wahrscheinlich hier zeitnah reinhauen und wieder im Uferbereich fischen, weil ist ja auch nicht ganz ungefährlich so weit draußen und da habe ich einfach und Sven auch keinen Bock mehr drauf. Also Leute, wir wollen euch mal erklären, wie so ein richtig guter Pollack-Spot zum Fischen aussieht.
Und zwar haben wir hier drüben eine Steilkante, das geht hier ruckzuck auf 30 Meter runter. Und wie ihr vielleicht da drüben auch an den Felsen sehen könnt, ist da so eine leichte Rifflung auf der Wasseroberfläche. Das bedeutet, wir haben da viel Strömung und wo viel Strömung langzieht, wird auch viel Nahrung langgetrieben und da halten sich dann natürlich auch die Fische auf. Und das probieren wir jetzt. Das ist Pollack-Fischen. Bam! Vom Land weg, beim absinken gebissen und das ist ein Wahnsinnsgrill. Geht's ja selber. Alter! 20 Meter weg. Das ist dann der Frühsport in Norden. Schaut's euch an hier. Der kommt nicht mit. Ah, dann lohnt es sich mitten in der Nacht aufzustehen. Wirklich? Alter, Sam, pass auf mit der Rute, ey. Die ist echt komplett durch, ey. Alter, Leute, was ein Amarillo, ey. Svenny Boy. Yo, baby. Ich werde jetzt ganz alleine finden. Das wirkt so, als wäre da so ein bisschen der Spot. Komm, du hast auch gerade das mit der Fliege gesagt, dass die nicht funktioniert. Tschüss. Ja, was sag ich denn? Das hast du extra gemacht, damit ich nicht recht habe. Zielsicher daneben gelegen. Also. Nice. Wahnsinn. Der hat wieder einmal oder so krass genommen. Das Krasse ist halt wirklich ein an die Berge ranwerfen. An die Berge ranwerfen, die Fliege und bam. Und wenn man einen Kebitz hat, einfach weiter fischen, die beißen nochmal. Also wirklich. Das ist schon fast zu leicht. Ja. Alter, was geht, Leute? Doppeldrill! Doppeldrill! Ich würde sagen, kann man lassen, oder? Ja. Leute, was ist besser wie ein Drill? Doppeldrill! Dies ist ja auch so ein geiles Baitfischmuster. Zieht es euch mal rein. Dieses Muster hier, das ist so fängig. Ich wollte gerade neu auswerfen. Ohne Scheiß. Nehme die Fliege in die Luft und der Fisch kommt raus, springt drauf und greift sie sich in der Luft. Da kriegt das Wort Fliegenfisch wieder eine ganz neue Bedeutung. Leute, Doppeldrill, die... 10. Ja,
eignen uns leider nicht zum Abschneiden. Doch das haben wir nie gewollt. So, wir sind langsam am Modus Operandi angekommen, ist mir gestellt. Sven hakt meine Fische ab, ich klopfe ihm auf die Schulter. Perfektes Guiding, sag ich. Ein Aufwacher. Also wir hatten jetzt die letzten drei Tage ziemlich schlechte Bedingungen. Wir hatten sehr viel Wind, wir hatten sehr viel Regen und während in Deutschland 40 Grad sind, hatten wir hier 8 Grad. Dafür ist es jetzt so, heute Nacht um 2 Uhr hat der Wetterbericht gesagt, es sieht gut aus. Dementsprechend steht ein guter Guide dann um 2 Uhr auf und jetzt gucken wir mal, ob wir die Leute motiviert kriegen, um rauszufahren. Sven angelt heute das allererste Mal mit der Fliegenrute. Wir haben vorhin am Land 20 Minuten Trockenübung gemacht und das ist schon beeindruckend, wie schnell er und wie gut er das macht. Ja gut. Oh, jetzt nimmt er Schnur, jetzt geht er. Da ist er, schöner Pollack. Fantastisch. Bam. Hey Jungs, wie sieht's bei euch aus? Sven! Kurbel ruhig mal ein, weil da nervt dich die Schnur nicht. Und jetzt kannst du, sobald du an der Rolle bist, alles über die Rolle machen, ja? Perfekt, perfekt. Genau, schön am Bauchrand machen und greif ein bisschen höher mit der anderen Hand. Genau so, jetzt hast du einen guten Hebel, gell? Peter, ey, soll ich dir was sagen? Ich bin richtig stolz auf dich. Krummes Ding, wa? Schau mal, wie er da guckt. Peter, erzähl mal, was sind deine Eindrücke? Fliegenfischen, erster Tag für dich? Super gelaufen. Für all die Bräusen, die dachten, mit der Fliegenroute geht's nicht. Mir wurde heute der komplette Gegenteil bewiesen. Oh, Vorsicht, Vorsicht, nicht so hart festhalten. Wenn er so hart zieht, musst du ihn ein bisschen gehen lassen. Aber ist geil, gell, wie der zieht, oder? Da kommt er, ich catche ihn. Ja, absolut, Hammer. Ist das der Hammer? Ich glaub's ja, ey. Es geht ja Schlag auf Schlag hier. Das Erlebnis im Pollack, der zieht schon ganz gut, oder? Das war super. Adrenalin, erster Wurf, erster Biss. Das passiert, wenn einer zwei Fische hintereinander fängt. Schönes Fisch. Ah, geiles Exemplar. Die Mutti. Das ist der vierte Fisch. Großartig. Wie lange fischen wir bisher? Eine halbe Stunde. Meine Jungs haben ihre ersten Fische gefangen. Na Kalle, du alter YouTube-König! Großartig, mein Lieber! Uiuiui! Ich will eure Meinung zum Fliegenfischen hören. Das ist super! Toppi! Toppi! Also Leute, willkommen im Flyrisk Tackle Talk Norwegen Edition. Diesmal geht es darum, was für Gerät braucht ihr, wenn ihr das erste Mal mit der Fliege im Fjord fischt. Sven, was kannst du uns zu den Routen sagen? Generell gilt Routen mit ein bisschen Rückgrat, weil man weiß ja nie, was für ein Fisch dran geht. Also wir fischen hauptsächlich Routen mit Klasse 8 bis 10. Man kann auch für die leichte Fischerei Routen der Klasse 6 verwenden, wenn es so um Makrelen, vielleicht Meerforellen etc. geht. Und was würdest du für Schnüre den Leuten empfehlen? Also wichtig sind Schnüre, man muss auf Tiefe kommen, gerade wenn man auf Pollack fischt. Ich denke, die meisten Bisse kamen zwischen 4 und 5 Meter Wassertiefe. Also wir benutzen eine Fast Intermediate oder einen Schusskopf mit verschiedenen Sinkklassen. Und wenn ihr jetzt zu Hause nur eine Schwimmschnur habt und sagt, oh, so eine Vollsinkschnur ist mir zu teuer, könnt ihr am Anfang auch mit einem Sinktipp arbeiten. Wir haben hier mit Extra Fast und Fast Sinktipps gearbeitet mit ca. 3 Meter Länge. Aber generell ist eine Sinkschnur hier, eine Vollsinkschnur, auf jeden Fall schon eine sinnvolle Sache, würde ich sagen. Was ich euch außerdem empfehlen kann, sind solche Stripping Guards. Hier haben sich vielleicht schon die Leute gewundert, warum ich das ständig anhabe. Weil damit man nicht einfach so viel Schnitte in den Fingern bekommt, gerade wenn ein Fisch eine starke Flucht macht, kann es halt sein, dass das euch in die Finger einschneidet.
Deswegen verwende ich ganz gern solche Stripping Guards. Sven ist ein hart arbeitender Mensch, der hat Hornhaut in den Fingern, der braucht sowas nicht. Was braucht ihr sonst noch, wenn ihr vom Boot aus fischt oder vom Strand aus fischt, wo ihr hängen bleiben könnt mit eurer Schnur? Ist ein Schnurkorb eine Überlegung, wo ihr dann eure Slackline beim einen Strippen immer drauflegen könnt. Außerdem empfehlenswert natürlich Hakenlösezangen, auch um Knoten festzuziehen, weil wir fischen hier teilweise mit relativ dicken Vorfach. Also wenn wir ganz leicht gefischt haben, was waren so das schwächste Vorfach, was wir verwendet haben? 6 Kilo Tragkraft, denke ich. Genau, und wir sind halt bis 12 Kilo hochgegangen, wenn wir gesehen haben, dass hier viele große Fische unterwegs waren. Aber es sollte halt wirklich nicht irgendwie so 3 Kilo sein, weil sonst reißen die euch ab, so wie die Fische hier ziehen. Generell zu den Fliegen kann man sagen, Köderfischimitation in allen Größen, Farben. Auch gerne vorne beschwert, hier vorne dran mit so einem kleinen Bleikopf. Ja. Was auch manchmal funktioniert hat, wenn die Köder ihnen ein bisschen zu groß waren, haben wir auch einfach klassische Meerforellenmuster verwendet, so Shrimp-Imitationen und sowas. Und das hat auch gut funktioniert. Und wenn euch jetzt noch einfällt, was wir vergessen haben, dann schreibt es jetzt in die Kommentare. Und wie immer gilt, wenn ihr Tackle zum Fliegenfischen im Fjord braucht, schaut mal in unserem Partnershop vorbei. Den Link haben wir euch unten in der Beschreibung reingepackt. Da findet ihr auch das ganze Gerät, was ihr für einen Einstieg zum Fliegenfischen im Fjord braucht. Wir haben jetzt mal einen geilen Spot gefunden und haben uns entschieden, ein bisschen vom Ufer aus zu fischen. Schon wieder so ein schöner Fisch, ey. Die haben alle so eine Einheitsgröße. Das ist echt der Hammer. Und super starke Kämpfer. Vor allem, zieht euch mal rein, mit was für einem kurzen Vorfach ich hier fische. Also das ist vielleicht 40 cm lang. Und damit fängt man solche schönen Fische. Leute, ich sag's euch, Baitfischmuster laufen hier perfekt. Wieder einen, diesmal einen kleineren. Ja. Leute, oh, gerade noch bevor das Boot kommt. Oh. Schaut hier, schon wieder einer. Hammer, hey. Und jetzt kommen die Wellen. Oh, Gott. Boot überlebt, Fisch gelandet. Was für ein schöner Fisch, ey. Wahnsinn. Also Leute, es hat so gut geklappt, dass ich jetzt gleich Besuch bekommen habe von den zwei Jungs. Die haben sich jetzt auch mit auf den Felsen gestellt. Also Leute, der Sven hat auch gleich einen dran. Sven Fugger. Das kannst du nicht sitzen lassen, da musstest du gleich mit raus zu mir kommen. Was haben wir denn da drin? Hey, hey, hey. Schön, oder? Macht Bock, oder? Glückwunsch. Peter, du alter Teufelskerl. Und ich muss zugeben, hier zu werfen, mit diesem ganzen scheiß Gefälse hinter einem, ist nicht so leicht, oder? Mein Lieber, hast du dir verdient? Alter Peter, du Granate, hey. Thank you.
Also Leute, ich habe jetzt mal einen richtig guten dran. Der macht das für sein Geld. Oh, das ist ein guter, glaube ich. Alter, ist der groß. Das ist ein guter, der hat den Meter, glaube ich. Alter, ist der groß. Oh, ey, den will ich jetzt gefühlt schon eine Viertelstunde, ey. Alter, der Mann ist so lang hier. Mal ab. Was für ein Schlappen, hä? Oh, Hammer. Holy shit, hat er gezogen. Ich zitter richtig. Das ist mein Fisch. Letzter Tag für mich und ein größter Fisch. Oh Leute, ich sag's euch, ey. Das war mein absolutes Highlight der Tour. Was für ein ewig langer, harter Kampf, ey. Und er hat so viele Fluchten gemacht. Probiert es auch mal, es macht richtig viel Spaß, gerade mit der Fliegenrute. Und ihr habt ja gesehen, es fängt definitiv nicht weniger als mit dem Spinn- oder Pilggerät. Korrekt. Jetzt wollen wir euch zeigen, wie man so einen Pollack richtig küchenfertig macht. Deswegen haben wir ihn schon mal für euch ausgenommen, wie ihr sehen könnt. Und da machen wir uns jetzt zwei schöne Filets draus. Wir brauchen als erstes ein Filetiermesser. Wir beginnen damit, dass wir mit dem Filetiermesser knapp neben der Wirbelsäule einstechen. Und wir stechen so weit durch, bis wir merken, dass wir auf den Widerstand stoßen. Das sind die Rippenbögen. Und um die Rippenbögen hindurchzukommen, bewegen wir das Messer in leichten Bewegungen, wie ihr gerade gesehen habt, so rauf, runter. Wir sind drüben angekommen. Das Messer ist knapp neben der Wirbelsäule durchgestochen. Nun machen wir es so, dass ich das Filetiermesser leicht auf die Wirbelsäule drücke und ständig Richtung Schwanzende schneide. Wenn wir am Ende angekommen sind, richten wir das Messer nach oben, trennen die Filethälfte durch. Vorne am Kiemenbogen schneiden wir kurz hinter der Brustflosse ein, bis wir auch hier auf der Wirbelsäule angekommen sind und trennen unten an den Brustflossen das Filet. So, und wenn wir alles richtig gemacht haben, könnt ihr sehen, dass wir jetzt ganz wenig Fleisch noch am Fisch dran haben. Die zweite Hälfte ist ein bisschen trickier. Wir nehmen uns den Fisch und legen ihn mit dem Kopf ans Filetierbrett dran, weil ihr seht, hier ist so eine schöne Aussparung und das passt perfekt heran und gibt uns einen guten Halt. Wir stechen diesmal nur von der anderen Seite neben der Wirbelsäule ein und stechen wieder leicht oberhalb neben dem Rücken durch. So, hier am Ende wieder angekommen, gleiches Spielchen wie auf der anderen Seite. Wir schneiden nach oben, wie wir jetzt sehen können, super wenig Fleischverlust. Wir schneiden das Filet von der Karkasse weg. Der verbleibende Teil, der jetzt noch über ist, nennen wir Karkasse. Den könnt ihr zum Beispiel verwenden, um eine Fischsuppe, Bouillabaisse oder sowas draus zu machen. So, und hiermit haben wir jetzt zwei Filethälften, wo allerdings noch die Rippenbögen drin sind, die wir jetzt im nächsten Schritt rausholen. Wir nehmen uns wieder unser Filetiermesser und ich empfehle euch, eine Gabel an die Hand zu nehmen. Mit der Gabel steckt ihr hier rein, um den Fisch möglichst gut fixieren zu können. Und jetzt schneidet ihr mit dem Filetiermesser ganz knapp an den Rippen entlang. Und ich empfehle euch dabei, das Messer immer leicht nach oben zu richten, weil dadurch bleibt dann möglichst wenig Fleisch an den Rippenbögen hängen. Das könnt ihr wieder für die Fischsuppe verwenden, zum Einkochen. Und jetzt merke ich, das Filet ist absolut grätenfrei. Was man noch zusätzlich machen kann, ist letzte Flossenreste hier abschneiden. Einfach mit einem Schnitt hier entlang führen. So, jetzt ist die zweite Filethälfte dran. Diese zwei grätenfreien Filets trocknen wir jetzt schön ab und damit geht es dann später ab in die Küche. Und da wir heute jede Menge Fisch gefangen haben, gibt es lecker Fisch. Also was ich wirklich krass finde an Norwegen, sind die Lebensmittelpreise. Zieht es euch mal rein, es ist immer ungefähr geteilt durch 10. Hier kostet die Zitrone einfach mal 4,20 Euro. Lecker. Tomaten kosten allerdings 4,40 Euro. Und der Oberkracher, Fleisch, 40 Euro das Kilogramm. Da esse ich doch lieber Fisch. Unglaublich, was für ein Zufall. Also Leute, jetzt sind wir mit dem Fisch in der Küche angekommen. Ich bereite den relativ einfach zu. Ich mache ein bisschen Salz, Pfeffer und Zitrone drauf und mache mir nebenbei noch einen Frischkäse-Meerrettich-Dip und dann brate ich den Fisch einfach in Butter in der Pfanne aus.
Prost auf die schöne Zeit mit euch. Mische. Vielen Dank auch nochmal hier an Sven, dass er mir dabei geholfen hat bei den Guidings. Schaut mal beim Sven auf die Website vorbei von Arctic Silver. www.arcticsilver.com. Genau, weiß ich. Wir müssen das rausschneiden mit dem Arctic Silver. Das heißt arcticsilvershop.com. Und denkt dran, das Video liken und abonnieren. Das wird nicht besser. Like das Video und abonnier die Scheiße! Okay Leute, wenn euch das Spaß gemacht hat mit den Pollack-Fliegenfischen, dann schreibt uns doch einfach mal eine kurze E-Mail oder schreibt es uns in die Kommentare. Wir sind am Überlegen, nächstes Jahr nochmal so ein Camp zu organisieren. Und wenn wir da ein bisschen Feedback bekommen, dann würden wir das machen, gell? Okay Leute, jetzt gibt's Fisch. Euch einen schönen Abend und euch eine gute Zeit. Prost. Oh, kannst ruhig auch Prost sagen und nimm gleich reinschütten. Ey Jungs, jetzt nochmal so. Ich fand's echt schön mit euch. Prost. Bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung. Und du kannst ja gehen, du wolltest erzählen. War nett mit euch, aber ruft mich nie wieder an.